willkommen zu einer neuen TechU-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und diesmal wollen wir uns quasi aus dem Internet ums Internet kümmern, und zwar den Ausfall des Internets und was das für Folgen eventuell hat und was für eine Abhängigkeit wir jetzt schon im Internet haben, zumindest in Teilen dieser Welt, zum Beispiel hier in Südkorea. Das möchte ich euch heute ein bisschen verklickern und ein bisschen von erzählen. Dann außerdem noch über LG. Die haben nämlich jetzt ein Patent angemeldet für ein Smartphone mit 16 Kameras eingebaut. Und das erinnert so ein bisschen an das Lite 16. Ich glaube, das hieß Lite 16. Nun ja, worum es dabei geht, besprechen wir gleich auch noch. Dann gibt's natürlich wieder ein klassisches Linux-Thema. Fedora will pausieren. Sie wollen tatsächlich eine Pause einlegen. Das heißt, diese regelmäßigen Releases, die sie bisher hatten, die mehr oder weniger mal immer wieder verschoben worden sind, werden ab Version 31 nicht mehr planmäßig herausgegeben, beziehungsweise Version 31 wird schon nicht mehr planmäßig herausgegeben. Das heißt, die nächste Version 30 kommt noch planmäßig in den ungefähren Zeitraum. Danach wird es ein Jahr Pause geben. Und dann geht es erst weiter. Wir schauen uns genau an, warum und weswegen. Dann haben wir noch einen Toten der Wochen, würde ich schon fast schon behaupten. Einen Toten der Woche. Bye-bye Cebit, sagen wir nämlich. Denn die Cebit ist tot. Sie war ja eigentlich schon, ich hatte das ja schon vor ein paar Jahren prognostiziert, dass mit dem Switch hin zu Business Only die Cebit eigentlich schon den Sterbegesang angestimmt hat. Und jetzt ist es tatsächlich, nachdem sie in diesem Jahr in den Sommer gewechselt sind und versucht haben, das irgendwie noch zu retten, die Cebit tatsächlich eingestellt worden. Das heißt, nächstes Jahr wird es keine Cebit mehr geben und damit stirbt so ein bisschen auch um das Computergeschichte hier in Deutschland. Denn die Cebit war ja eine, vor allen Dingen in den Anfangsjahren, würde ich mal sagen, eine ziemlich interessante Messe, was Computertechnologie angeht. Und ja. Wir haben aber nicht nur traurige Nachrichten wie das Sterben, das Absterben der Cebit, sondern auch erfreuliche Nachrichten eventuell. Wir feiern Geburtstag, nämlich 10 Jahre USB 3.0. Es ist 10 Jahre tatsächlich her. Im Jahr 2008 war es soweit, im November 2008 war es soweit, USB 3 hat das Licht der Welt erblickt. Und was sich da so getan hat im Laufe der Jahre und ob wir wirklich einen Grund zum Feiern haben, das werde ich euch auch nochmal erläutern. Dann habe ich natürlich auch wieder Kategorien in dieser Woche rausgesucht. Das Spiel der Woche ist diesmal wieder ein runder Geburtstag, nämlich 20 Jahre Half-Life. Ah, das ist tatsächlich schon so alt. Verdammt, dann bin ich ja auch alt. Weil ich kenne noch das erste Half-Life und habe das noch ordentlich gespielt und will da so ein bisschen meine Eindrücke dazu geben. Dann Distro der Woche. Dort habe ich diesmal Black Arch rausgesucht in der Version 2018.12.01, also die aktuellste Version. Und Selfish der Woche. Dort gibt es einen kleinen App-Tipp wieder mal. Kodi Mode ist diesmal für alle diejenigen angesagt, die einen Kodi oder XBMC, ehemals XBMC, zu Hause stehen haben und das irgendwie von der Ferne heraus bedienen wollen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Ausfall des Internets und was das für Folgen hat. Das Internet ist ja doch ein immer wichtiger werdendes Instrument in unserer heutigen Zeit. Und es gibt immer mehr reale Auswirkungen, wenn das Internet mal wegfällt, die wir dann durchaus bemerken können. Also dass jeder, der mal einen Internetausfall hatte, wird dann schnell bemerkt haben, tauchen doch an der einen oder anderen Stelle ein paar Probleme auf. Die Leute, die noch mit einer analogen Welt aufgewachsen sind, die wissen sich dann noch ein bisschen was zu helfen, wenn sie halt eben auf einmal nicht mehr auf ihre Maps zugreifen können, um einen Ort zu finden. Aber da gibt es ja Beschilderungen und es gibt sogar gute alte, auf Papier gedruckte Karten, die man benutzen kann, um seinen Weg zu finden. Aber die Generation danach, würde ich mal fast schon behaupten, die halt eben mit diesem immer ständig online und nicht hier Modem und Einwählen aufgewachsen sind, die haben es dann doch ein bisschen was schwerer, weil sie halt eben nicht mit einer analogen Welt aufgewachsen sind, sondern mit der digitalen, und da ist halt eben das Internet zentraler Bestandteil. Und es gibt ja hier in Deutschland immer noch, würde ich mal sagen, sind wir in einem Wechsel, in einem Wandel, wo das Internet noch nicht irgendwie ein wirklich zentraler Bestandteil ist, aber es zu sein scheint oder es immer mehr wird. Aber in anderen Ländern ist man da schon viel weiter und da hat man schon seit 10 Jahren einen zentralen Bestandteil aufs Internet. Und so sieht es zum Beispiel auch in Seoul aus, in der Hauptstadt von Südkorea.
Denn dort gab es letztens einen Internetausfall, einen ziemlich größeren Internetausfall durch ein Feuer in einem Kabeltunnel. Und das hat halt eben 100.000 Anschlüsse in Seoul vom Internet abgeklemmt und hat zu diversen, ja, doch schon interessanten Auswirkungen geführt, die dazu geführt haben, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss ich mal unbedingt reinhauen hier als Thema, weil das ja auch vielleicht so ein bisschen zeigt, wie abhängig wir insgesamt oder in Teilen der Welt oder in dem Fall in Südkorea man vom Internet geworden ist. So hat sich das ganze Ereignis an einem Samstag, und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen was problematisch, dass es am Wochenende dann passiert ist, wo dann ja weniger Leute arbeiten im Grunde genommen und dann doch eher zu Hause sitzen oder was anderes vorhaben. Und ja, das Feuer brach am Samstagmittag aus, sodass halt eben der Kabelkanal abgebrannt ist. Es gab keine Möglichkeit, das irgendwie zu löschen, kein automatisches Löschsystem oder sowas. Und das hat halt eben dazu geführt, dass viele der Haushalte nicht mehr mit dem Internet versorgt werden konnten, und natürlich hat auch das Ganze auf den Mobilfunk dann Probleme bereitet. Es war dann so, dass man relativ schnell das Ganze behoben hat. Wenn ich hier an Deutschland denke, wenn hier irgendwie was kaputt geht, dann dauert das ja manchmal Wochen, bis da irgendwie was passiert. Und hier war es so, dass bereits schon am Sonntagmorgen 60% der Mobilfunkverbindungen wieder liefen und 70% der Internetanschlüsse wieder funktionsfähig waren. Aber es dann bis zu einer Woche dauert, bis wirklich dann auch alle wieder online waren. Okay. Sparen wir uns das Ganze. Es ist aber schon interessant, was dann alles passiert ist, weil es natürlich dann auch viele Möglichkeiten einfach verhindert hat. Beispielsweise in einem Laden reingehen und einfach mit einer Kreditkarte zu bezahlen, hat schon nicht funktioniert, weil halt viele der Systeme über eben eine Internetverbindung verfügen und die dann weg war, und wenn sie weg ist, dann muss man halt wieder sein Kleingeld raussuchen. Aber auch Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras sind ja heutzutage an Internetverbindungen gekoppelt. Vielleicht hier in Deutschland nicht so stark, aber in Südkorea anscheinend schon. Und das hat halt eben auch schon dafür gesorgt, dass dort ja zahlreiche Sicherheitssysteme ausgefallen sind. Fingerabdrucksensoren haben nicht funktioniert, weil sie auch übers Internet irgendwelche Sachen machen. In Läden lief beispielsweise auch teilweise keine Musik mehr, weil die über das Internet gestreamt worden ist. Und dann, wenn das Internet nicht mehr erreichbar ist, dann gibt es halt keine schöne Hintergrundbeschallung. Navigations-App haben nicht mehr funktioniert. Die Leute mussten irgendwie ihr Ziel selber finden. Deshalb habe ich dieses Beispiel mit der Karte, mit der guten alten Karte, die man auf Papier gedruckt hat, erwähnt. Das kennt man anscheinend in Südkorea nicht mehr so ganz. Und Leute liefen da so ziellos durch die Gegend, weil sie ihr Ziel nicht mehr gefunden haben. Ich weiß nicht, inwiefern das halt eben tatsächlich auch ein Problem ist, vielleicht auch lokalisiert bedingt, weil ich habe gehört, dass teilweise es gibt Länder, wo es keine Straßennamen oder Beschilderungen ordentlich gibt, sondern man dann irgendwie nach Nummern beschildert und ordnet, und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dort sich zurechtzufinden. Aber natürlich hat dieses Navigationsproblem vor allen Dingen auch die verschiedenen diversen Lieferdienste betroffen, weil die ja auch angewiesen sind darauf, dann eben vors Haus zu liefern, und dann müssen sie halt wissen, wo das Haus steht. Und wenn halt eben ihr Kartendienst, ihre Navigations-App nicht mehr funktioniert und man selber ortsfremd ist, weil man von irgendwo außerhalb kommt und dann vielleicht die Straße nicht mehr finden kann, dann dauert es ein bisschen. Oder man muss tatsächlich so eine alte Karte sich wieder besorgen oder kaufen und dann damit halt die Arbeit wieder aufnehmen, wenn das überhaupt möglich ist. Also diverse Lieferdienste konnten nicht liefern, und das hat halt dafür gesorgt, dass dann viele Leute doch ein bisschen was enttäuscht waren und natürlich die Auswirkungen gespürt haben. Dann gibt es natürlich dann auch noch wieder spannend die Geschichte, dass auch viele Leute sich dann vor den nur wenig oder sehr spärlich verfügbaren öffentlichen oder teilweise schon verwaisten Telefonen dann gesammelt haben und natürlich dann nur noch denen, mit denen sie halt eben Bargeld eingeben konnten, weil Karten haben nicht mehr funktioniert, da braucht man das Internet für, um dann eben telefonieren zu können, weil ja teilweise die Handys oder die Smartphones nicht über das normale, also nicht das Mobilfunk dann auch betroffen war, weil das Ganze teilweise übers Internet natürlich auch funktioniert, das Telefonieren dort, also Voice over IP. Und ja, das örtliche Notfallsystem
hat dann sogar Kurznachrichten und Informationen rausgesendet, die über den Ausfall des Internets dann informiert haben. Und einige Kunden wurden leider nicht informiert, waren dann ein bisschen ahnungslos, und das sollte jetzt dann in Zukunft behoben werden. Und die Brandschutzregeln für diese ganzen Kabelschächte sollen dann nochmal unter die Lupe genommen werden, und es soll sich darauf geeinigt werden, dass dann jeder dieser Schächte dann auch über ein automatisches Feuer-Aus-System verfügt. Das heißt, dass da wirklich ein Feuerlöscher angebracht wird, der in der Lage ist, dann das Feuer zu löschen, falls es da zu einem Problem kommt, sodass sich dann zumindest dieser Kabelbrand nicht so weit ausdehnt, dass es tatsächlich eine Woche dauert, bis dann wirklich alle Haushalte wieder mit dem Internet versorgt sind. Ja, also schon eine moderne Dystopie, könnte man schon fast so sagen, wie hier auch im Artikel von Heise beschrieben ist. Und das zeigt so ein bisschen, wo die Reise vielleicht hingehen wird, wenn wir in Zukunft immer mehr abhängig werden vom Internet und von den Diensten, die eben auf dem Internet Huckepack getragen werden und dann bestimmte Sachen erledigen. Und dazu gehören auch viele Alltagsdienste, also wie eben Bezahldienste, aber auch Lieferdienste, die eben den Ort finden müssen, wo sie ihr Paket hinliefern sollen. Und spannende Anekdote dazu: Ich habe einen Kollegen, der in Südkorea wohnt, und wenn er davon erzählt oder wenn er Fotos zeigt, dann sieht das immer wirklich so aus wie so einem Cyberpunk-Szenario. Von den Bildern her, es gibt auch ein schönes Foto angehangen an den Heise-Artikel, das auch so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aussieht. Aber, also mit den ganzen Werbetafeln und der Anleuchtung und Anmutung im Dunkeln. Aber was Lieferdienste angeht, sieht es ja auch so aus, dass das anders als hier bei uns abläuft, dass wenn man da so einen Lieferdienst beauftragt, beziehungsweise wenn man sich ein Paket irgendwo bestellt bei irgendeinem Anbieter, dann sieht es so aus, dass man meistens am gleichen Tag noch das Paket bekommt, und man muss da nicht irgendeinen Amazon Prime-Account oder sowas haben. Ich glaube, Amazon gibt's das in Korea, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall muss man nicht irgendeinen extra Account für haben, sondern das ist da die Regel, dass halt eben, wenn ich um 8 Uhr morgens was bestelle, das teilweise um 10 oder 11 Uhr schon bei mir vor der Tür liegt. Hat natürlich auch was mit der Lokalität zu tun. Sehr viele Leute leben in der Hauptstadt Seoul, und sehr viele Lieferdienste sind dort angesiedelt und sehr, sehr viele Lagerhallen rumherum, und dann hat man halt eben relativ schnell dann auch einen Service-Standard erreicht, der sowas ermöglicht. Aber klar, das ist natürlich eine komplett andere Welt, wenn wir uns überlegen, wenn ich hier was bestelle, kann es manchmal 2 Wochen dauern, bis ich es bekomme, je nachdem, was ich bestellt habe. Und selbst bei den mit schnellen Bestellungen dauert es manchmal 2 Tage, bis das tatsächlich hier ist. Und das ist natürlich dann auch wieder bedingt dadurch, dass halt hier teilweise, beispielsweise wenn ich bei Amazon was kaufe, ist das Lager nicht hier in Deutschland, sondern ist vielleicht in Polen direkt an der Grenze, weil es da billiger ist, und dann braucht es halt natürlich ein paar Tage, bis das, mindestens einen Tag, bis das irgendwie in das Zielpaketzentrum kommt, und dann noch einen Tag, bis das dann halt, also im günstigsten Fall vom lokalen Paketverteiler dann zu mir an die Haustür gebracht wird. Das heißt, das ist schon so ein bisschen bedingt natürlich durch die Lokalisation und durch den Ort, wo man dann wohnt und wie man dann wohnt und wie es dann so aussieht. Ja, genug dazu, zu dieser modernen Dystopie, die da ein bisschen ausgeartet ist, wenn man mal überlegt, wie das dann so aussieht mit dem Internet. Und kommen wir zu einem anderen interessanten Thema, nämlich dem Thema Smartphones. Dort bleiben wir direkt in Südkorea. Dort gibt es ja eine große Firma, die nennt sich LG. Also neben Samsung, die zweitgrößte Firma, nennt sich LG. Die ja nicht nur bekannt ist für sehr, sehr viele TV-Geräte, die sie zum Beispiel entwickeln, sondern auch als großer Elektronikkonzern natürlich Smartphones entwickeln. Und diese Smartphones waren immer eine kleine Besonderheit, was die Kameratechnik angeht bisher, weil sie eine der ersten waren, die tatsächlich auch weitwinklige Kameras, also ein zweites Modul eingebaut haben, Kameramodul eingebaut haben mit einer weitwinkligen Linse. Und jetzt hat sich LG wohl der Lite 16 Kamera so ein bisschen angepasst, denn die Lite 16 Kamera heißt Lite 16 Kamera, ich habe ja darüber schon mal berichtet, weil sie 16 Kamerasensoren besitzt und mit verschiedenen unterschiedlichen Linsen. Und jetzt hat sich LG so etwas für ein Smartphone patentieren lassen. Das heißt, das Patent kann eingesehen werden, und es soll halt eben dann ein erster Hinweis dafür sein, dass LG eventuell plant und daran arbeitet, vielleicht so eine Kamera mit 16 Linsen dann tatsächlich auf den Markt zu bringen.
Natürlich ist so ein Patentantrag nicht immer gleichbedeutend damit, dass es jetzt nächstes Jahr auf den Markt kommt. Das wissen wir schon von vielen anderen Patentanträgen, die es so gab bisher. Das kann manchmal dann noch ein, zwei Jährchen dauern, bis die Kinderkrankheiten besiegt worden sind und man halt irgendwie dann etwas Brauchbares, was auch zu einem ordentlichen Preis hergestellt werden kann, dann entwickelt hat. Ja, LG hat auf jeden Fall beim US-Patentamt und beim Markenamt ein Patent zugesprochen bekommen, das einem erlaubt, ein Smartphone mit 16 Sensoren und Objektiven auszustatten. Und die einzelnen Module sind in einer 4x4-Matrix angeordnet und so konzipiert, dass sie die gleiche Szene aus leicht versetzten Winkeln aufnehmen können und so dann 3D-Videos oder sogar Bildmanipulationseffekte ermöglichen können. Das steht in diesem Patent drinnen. Das ist nichts großartig Besonderes, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir uns die Geschichte von LG anschauen. Das neue LG V40 ThinQ beispielsweise verfügt über 5 Kameramodule, hat vorne, glaube ich, 2 und hinten 3. Das ist also auch nichts Großartiges, jetzt Ungewöhnliches. Huawei P20 hat 3 Kameramodule, das P20 Pro, das Mate 20 und so weiter und so fort und Pro haben 3 Kameramodule hinten. Das ist also jetzt schon nichts Außergewöhnliches, aber 16 ist schon ein bisschen was mehr. Und das sind halt eben 16 Kamerasensoren in einer 4x4-Matrix, das heißt hinten angeordnet. Und das kann durchaus interessant sein, wenn wir uns die Lite 16-Kamera angeschaut haben, die es dort gab. Die hat ja auch die Technik verwendet mit diesen Sensoren, hat die verschieden angeordnet, nicht so in einer Matrix, sondern verschieden auf so einem ja etwas Smartphone-großen Klotz. Also etwas Smartphone-großes, Kreditkarten-großes, etwas größeres Design gehabt, wo dann eben mit den verschiedenen Sensoren und den verschiedenen Linsen eben verschiedene Zoom-Effekte zum Beispiel erreicht werden konnten. So konnte dann eben stufenlos gezoomt werden, aber auch große Bilder geschossen werden können über, ich weiß nicht, wie viel 100 Megapixel Bilder dann geschossen werden konnten, indem man halt jeder Sensor dann ein Bild geschossen hat und dann ein Bild zusammengerechnet worden ist aus all diesen Sensoren. Hat natürlich Nachteile gehabt. Großer Nachteil war halt eben, dass man gerade bei bewegten Objektiven das Problem hat, also bei Bewegung im Bild allgemein das Problem hat, dass natürlich dann das Ganze ein bisschen was verzögert aufgenommen wird und dass eventuell dann nicht alles bewegungsunscharf aufgenommen werden kann. Und ja, diese ganze Multicam-Technik basiert ja auch auf dem Grundgedanken, dass man da sehr, sehr viel mit Software rumrendert und das benötigt sehr, sehr, sehr viel Power. Und ja, also es gibt ja, wie gesagt, LG macht es schon etwas länger. Es gibt Huawei und es gibt natürlich auch Apple und Google. Die Google schafft das sogar mit einem Kamerasensor, da sehr, sehr viel Algorithmus und Gehirn reinzupacken und viele Fotos irgendwie aufnehmen zu können, um die dann irgendwie zusammenzurechnen, um das Bild dann durchaus merklich und spürbar zu verbessern. Und natürlich macht es dann mehr Sinn, beispielsweise bei so einem 16 Sensoren beispielsweise, selbst wenn wir von einer mickrigeren Auflösung von nur 12 Megapixeln ausgehen, die jetzt aufgenommen werden, wenn bei einem fertigen Foto, kann man halt mit Hilfe so und so viel Sensoren einfach sagen, okay, dadurch, dass ich vielleicht auch gleiche Sensoren einsetze, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall das gleiche Motiv aufnehme, kann ich halt eben mit Hilfe von Software dann später beim fertigen Bild, wenn ich halt schnell genug ein Gerät habe oder den Algorithmus oder sogar einen extra Chip eingebaut habe, der das machen kann, kann ich natürlich dann aus diesen Bildern das Rauschen herausrechnen, so dass ich dann im Dunkeln viel bessere Aufnahmen erzeugen kann. Ganz allein dadurch, dass ich halt eben viele verschiedene Bilder habe, die ich übereinander legen kann. Und dann kann ich halt Rauschen relativ schnell entfernen, weil eben ein Rauschpixel bei dem einen Bild vielleicht auftaucht, beim anderen, bei den anderen 5 oder sowas von den anderen Sensoren gar nicht mehr auftaucht. Und so kann man sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut Rauschen entfernen. Man hat die Möglichkeit natürlich bei der Menge von Sensoren dann natürlich auch so Tiefenunschärfe oder Tiefenschärfe oder eben halt eben diese Effekte dann zu erzielen, also diese Tiefenunschärfe-Effekte, die Bokeh-Effekte zu erzielen und natürlich dann auch genau herauszurechnen, wo sich jetzt vielleicht eine Person oder ein Gesicht befindet. Und ja,
Es bleibt also eine sehr spannende Geschichte und wir werden sehen, ob und wann wir dann vielleicht mal so 16 Sensoren in einem Smartphone sehen werden. LG ist zumindest ein Anwärter darauf, dass sie vielleicht so etwas oder eine ähnliche Technologie dann einsetzen werden. Es müssen jetzt nicht unbedingt 16 Sensoren sein. Es kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, wir haben das weiterhin optimiert und machen das auf 8 Sensoren oder sowas, sodass wir hinten halt eben, was weiß ich, 6 Sensoren haben und vorne 2 oder so. Oder vorne sogar 3 und dann hinten 3 oder und hinten oder hinten 4 und vorne 3 oder 4 und 4, ich weiß es nicht. Also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten und Anpassungsgeschichten, die durchaus möglich sind, um dann eben das bessere Bild zu kreieren und zu schaffen. Natürlich haben diese 16 Sensoren auch den Vorteil, dass man theoretisch mit anderen Linsen dann dafür sorgen kann, dass man sogar den verlustfreien Zoom irgendwie hinbekommt in verschiedenen Zoomstufen, ohne tatsächlich einen physikalischen Zoom einbauen zu müssen. Was natürlich auch eine spannende Geschichte werden könnte. Und wir haben bei der aktuellen LG V40 Reihe genau das. Wir haben einen Weitwinkel, wir haben einen Semi-Tele und wir haben einen richtigen Tele. Oder auch bei den Huawei Mate 20 hat man das ja genauso gemacht und gelöst. Also es könnte schon eine sehr, sehr spannende Geschichte und Kiste werden. Ja, kommen wir von einer interessanten Technologie zu einer anderen interessanten Technologie und dann aber zu einer etwas komischen Anmeldung von Seiten Fedora. Und mit der Bekundung, das hat nichts mit der IBM-Übernahme zu tun, sondern das hatten wir von vornherein auch schon so geplant. Nämlich Fedora will im Release-Prozess mächtig umbauen und möchte deshalb erst einmal für das übernächste Release, also Fedora 31, eine Pause einlegen. Also statt 2 stabiler Veröffentlichungen in einem Jahr soll es halt eben nur eine Version von Fedora geben, nämlich Fedora 30, und dann soll erstmal ein Jahr pausiert werden. Es soll genügend Zeit geschaffen werden, um den Erstellungsprozess der Distribution umzubauen, um dann eben Fedora 31 dann ein Jahr später, also dann im Jahr 2020, wieder mit diesem neuen Prozess herausgeben zu können. Bereits im vergangenen Jahr hat eben Fedora das sogenannte Modulkonzept bereits eingebaut und viel an dem Aufbau des Betriebssystems dann gearbeitet. Und für Fedora 29, das hatte ich auch kurz hier getestet, ist halt eben bereits sehr, sehr viel schon eingeflossen. Jetzt wird aber auch ein größerer Umbau in den Werkzeugen zum Erstellen der Distribution geplant. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass das Team dann eben diese große Veränderungen in Angriff nehmen möchte und dann dazu führt, dass halt eben nach Fedora 30 erst einmal eine Pause eingelegt wird. Also nach Fedora 30 im kommenden Jahr ist erstmal Pause, Schicht im Schacht, und es wird dann mindestens ein Jahr dauern, bis die Version 31 im Frühjahr 2020 erscheinen wird. Wir kennen Fedora ja eigentlich auch schon davon, dass sie im Grunde genommen auch, wenn es Probleme in ihrem Entwicklungsprozess gibt, auch relativ gut dafür bekannt sind, dass sie dann ihren Release-Zeitraum oder ihr Release verschieben, um diese Probleme dann abzuarbeiten und neue Features einzuarbeiten oder zu stabilisieren. Und ja, das könnte sehr interessant werden, wenn wir mal drauf schauen. Wir könnten mit Fedora 30 ein länger supportedes Release dann auch natürlich bekommen. Und vielleicht auch so eine Art, ja, LTS-mäßig vielleicht, oder zumindest vielleicht irgendwie da so ein bisschen reinkommen. Wenn wir uns überlegen, dass das mehr als ein Jahr, vielleicht 2 Jahre oder sogar 3 Jahre supported werden könnte, dann wären wir ja schon in so einem LTS-mäßigen Zeitfenster drin teilweise. Und das könnte dann vielleicht in den einen oder anderen dazu führen, dass er sich das mit dem Fedora doch nochmal überlegt und sich dann vielleicht mal anschaut in einer etwas stabileren Version. Ziel dieses Umbauprozesses ist es natürlich, dann weiterhin daran zu arbeiten, die Modul-Konzeptgeschichte weiter in das System einzuarbeiten, also bei der die Plattform im Grunde genommen ein minimales Host-Betriebssystem darstellt und dass genutzte Anwendungen dann einfach auf diese Plattform draufgelegt werden, also getrennt sind von dieser Plattform. Und die Werkzeuge dazu sollen halt dann umgearbeitet werden, um dann halt eben auf einer automatisierten Art und Weise ein skalierbares Continuous Integration System, eine Continuous Integration Infrastruktur aufbauen zu können, die diese Modularität dann auch beinhaltet, vielleicht auch sogar automatische Tests beinhaltet
Und ja, dazu gibt es halt jetzt Koordinationen, die stattfinden, und es gibt bereits schon Community, Teile der Community dann, die sich koordinieren und in verschiedene Teams packen, um dann halt eben daran zu arbeiten, das dann tatsächlich durchzuführen, dass halt eben das ganze Fedora dann umgearbeitet wird in Sachen Modularität und dass wir dann eventuell dann auch mit Fedora 31 vielleicht ein komplett neues Fedora erleben werden können. Es gibt ja bereits schon so andere, ich hatte ja Endless OS mal vorgestellt und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Fedora vielleicht auch den Weg gehen wird, mit Version 31 da auch mehr in Richtung dessen zu gehen, dass man sagt, okay, wir machen halt eben unsere Apps nur noch per Flatpak zugänglich und haben unser Basissystem hier und haben dann die optimale Modularität erreicht. Wir werden aber sehen, wie sich das entwickeln wird. Das ist jetzt nur meine Prognose, wohin die Reise wahrscheinlich hingehen wird. Aber wie es sich dann entwickeln wird, werden wir dann ganz genau schauen. Wir wissen ja auch noch nicht, inwieweit das alles innerhalb eines Jahres dann gestemmt werden kann, weil wir wissen, okay, jetzt werden die Planungen durchgeführt, aber es muss ja noch das Fedora 30 Release rausgehauen werden im Frühjahr nächsten Jahres. Und dann, also wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres, vielleicht wird das auch verschoben. Und dann kann man sich darauf voll fokussieren, diese Umbauarbeiten bei der Erstellung der ISOs dann durchzuführen. Das ist auch keine einfache Sache. Zum einen natürlich, weil die Software, die man einsetzt, schon so bekannt ist, seit Jahren und ja seit Jahrzehnten eingesetzt wird für die Geschichte, dass es halt eben schwer wird, dann erst einmal natürlich umzudenken, das eine, zum anderen natürlich all die Sachen, die woran man vielleicht nicht direkt denkt, dass die jetzt in dieser Software drin sind, die dann auch noch mit zu beachten, weil Fedora ja nicht nur für x86 Prozessoren Images bereitstellt und nicht nur als GNOME-Variante, sondern natürlich auch verschiedene Spins hat und natürlich auch für verschiedene andere Plattformen Sachen bereitstellen muss. Und da möchte man natürlich möglichst ein System, wenn man jetzt ein System wechselt, ein System entwickeln, auch ein Continuous Integration System entwickeln, das möglichst alle Plattformen dann abdecken kann. Und das ist nicht immer sehr trivial. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu einem, ja, nicht nur eine Pause, sondern einem Aus, nämlich Bye Bye Cebit. So heißt es nun, oder ja, auch Toter der Woche, so könnte man das auch nennen. Das macht ja so ein anderer Podcast sehr gerne. Die haben so eine Kategorie Toter der Woche. Wer da unbedingt mal, also wer da mal reinhören möchte, kann ich euch empfehlen. Binärgewitter Podcast, die Kollegen, die machen auch immer einen guten Wochenrückblick mit ein bisschen was mehr Fun und ein bisschen mehr Leuten, die dann für ein bisschen was mehr Stimmung sorgen. Also News aus dem Internet vorlesen, das mache ich ja auch, aber ich habe die News vorbereitet. Teilweise, also zumindest einmal mindestens durchgelesen. So, das Aus für die Cebit. Bye bye Cebit. Wir haben ja bereits schon von der Cebit letztes Jahr, dieses Jahr eigentlich schon berichtet und davon, dass ich sehr enttäuscht war und wo ich mir gedacht habe, ja, die Cebit wird jetzt sowieso irgendwann mal sterben müssen. Also das ist nicht mehr haltbar und ja, jetzt hat sich das und auch die Angaben, die da waren von der Besucherzahlen, waren alle so ein bisschen, ja, wir sind froh, dass so viele Besucher gekommen sind. Dabei ist die Besucherzahl wirklich wieder nach unten gegangen. Und eigentlich, ja, gibt es eigentlich keinen Grund zur Freude. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Cebit jetzt vor dem Aus steht, beziehungsweise nicht vor dem Aus steht, sondern komplett aus ist. Es wird keine Cebit mehr geben, im nächsten Jahr nicht mehr und ich bin mir auch relativ sicher danach auch nicht mehr. Es hat sich, sie haben es einfach sich verscherzt mit den Anbietern, die kommen könnten eventuell, nachdem sehr, sehr viele da auch schon abgesagt haben, ist die Cebit jetzt aus, also Ende Gelände bei der Cebit. Größte Computermesse, weltweit größte Computermesse, so hieß es damals noch, ist jetzt eingestellt worden. Die 2019er Ausgabe, die eigentlich für den Juni geplant war, nächsten Jahres, wird nicht mehr stattfinden. Und es ist jetzt bestätigt worden, dass das eben das komplette Ende für die Cebit bedeutet. Das Messegelände war schon immer etwas Interessantes, vor allen Dingen, wenn man sich die Fotos anschaut und Videos eventuell. Also ich muss mir Fotos und Videos anschauen, weil ich damals noch zu jung war, um da hinzufahren aus den 80ern, wo das Ganze dann wirklich ins Boomen gekommen ist, wo man dann wirklich das Messegelände vergrößern musste für die Cebit und für weitere Entwicklungen und ja, die großen Präsentationen und so weiter und so fort. Das war natürlich alles das Zeitalter vor dem Internet so ein bisschen, wo das Internet noch teuer war, wo man sich einwählen musste und recht viel bezahlen musste und so konnte man sich keine Livestreams
Livestreams oder Videos anschauen aus den USA oder sowas, wo es dann eben wie Partys gab zur Einführung von Windows 95 oder sowas, sondern da war man dann froh, dass man dann hier live auf der CeBIT dann die Einführung von Windows 95 in Deutschland oder in Europa feiern konnte und dann auch ein Teil dieser Geschichte sein konnte oder durfte. Ja, die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität unseres Unternehmens, leider hat es keinen anderen Schritt zugelassen, dass wir die CeBIT abschaffen. Das hat der Messevorstand gesagt zur Einstellung der CeBIT und das hat halt eben dazu geführt, also wirtschaftlich hat man einfach keinen Gewinn mehr gemacht und die CeBIT hat auch immer weniger Sinn gemacht durch das eben neue Konzept. Erst einmal, es gibt ja mehrere neue Konzepte. Also erst einmal das Konzept, ich weiß gar nicht, wann war es. Also das neueste Konzept war ja eben jetzt 2018 zu sagen, okay, wir möchten ein komplett neues Konzept schaffen, wir möchten die Jugend mehr ansprechen, wir wollen die normale Bevölkerung wieder mit ins Boot holen. Man hatte aber dann bereits schon sehr, sehr viele Firmen verloren, die einfach nicht gekommen sind. Microsoft ist, glaube ich, gar nicht mehr gekommen, zum Beispiel. Apple, waren die schon mal da? Ich weiß es gar nicht, aber sind noch nicht gekommen. Und viele weitere, also große Technologie- und Computerfirmen, die heutzutage eben sehr, sehr viel Marktmacht auch haben und sehr, sehr viel Einfluss haben und auch im Consumer-Bereich sehr stark sind, sind einfach nicht mehr gekommen zur CeBIT. Und da hat dieses neue Konzept in diesem Jahr dann auch nicht viel gebracht, irgendwie auf HIP zu setzen, auf Event zu setzen, Event-Charakter. Da gab es ja dann sehr, sehr viele sportliche Aktivitäten, die man draußen machen konnte. Und quasi ja so eine Art Zirkus oder Kirmes, die dann vor dem CeBIT-Gelände zu finden war, wo Leute und Kinder und Jugendliche dann sich austoben konnten. Das ist nicht gelungen. Das hat halt eben nicht sehr, sehr viele Besucher auf die Messe gebracht. 120.000 waren es. Das ist immer noch eine große Zahl, würde ich sagen. Aber wenn man überlegt, das ist mal, und man kann dich die Verlaufsstatistik der Besucherzahlen mal anzeigen lassen, dass wir schon mal Mitte der 90er Jahren bei über 700.000 waren und dann bei Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre schon bei 800.000 Besucher waren, ist das schon ein großer, derber Verlust, würde ich mal behaupten, was das angeht. Also da ist man gewaltig nach unten gegangen, also Anfang der 2000er Jahre, wie gesagt, und dann ist es weiter nach unten gegangen und dann irgendwann kam ja auch die Entscheidung zu sagen, wir wollen uns jetzt auf den Business-Bereich fokussieren und nicht mehr auf den Consumer-Elektronik-Bereich fokussieren. Da gibt es halt andere Messen, die das dann übernommen haben, die CES in den USA beispielsweise. Dann kam natürlich auch, was den Smartphone-Markt anging und Tablet und alle mobilen Kram anging, kam der Mobile World Congress noch daher. Das hat auch noch die Leute von der CeBIT abgeholt, weil weshalb sollen wir zur CeBIT gehen, wenn dann im gleichen Monat und Monat davor der MWC stattfindet, also der MWC stattfindet, Mobile World Congress stattfindet. Da brauchen wir nicht noch Geld auszugeben, um zur CeBIT zu fahren. Und dann hat sich die CeBIT auch ein bisschen abgeschafft. Dann hat man jetzt 2018 das erst gemerkt, so ein bisschen, oder 2017 gemerkt, 2018 geplant, okay, wir verlagern das in den Sommer, hat das dann aber wieder unglücklicherweise an die CES, glaube ich, dann sehr stark dran gehangen, sodass die ganzen Aussteller, die irgendwas mit Computer zu tun haben, sich entscheiden mussten, fahre ich zur CES oder eine Woche später oder zwei Wochen später zur CeBIT. Und dann war natürlich ganz klar, CeBIT ist auf dem absteigenden Ast, dann fahre ich lieber zur CES und mache da meinen Kram und nicht zur CeBIT. Und somit war eben das Aus für die CeBIT vorprogrammiert, würde ich mal schon fast sagen. Also man hat es nicht mehr geschafft, die Besucherzahlen reinzuholen und dadurch eben auch das Geld reinzuholen, was benötigt wird, um die CeBIT weiter am Leben zu halten. Und ich glaube, sie sind auf Pump auch schon eine ganze Weile gefahren. Und dieses Konzept, was sie gemacht haben, wo sie es geändert haben, es war schon auf einem absteigenden Ast, das kann man sagen, auch im Consumer-Bereich. Aber als sie dann noch das Konzept eingeführt haben, wir wollen uns im Consumer-Bereich nicht mehr kümmern, sondern nur Business-to-Business und Business und Kram, dann ging das nochmal steiler nach unten, würde ich mal fast schon behaupten. Weil man hätte dort schon vielleicht mit diesem Event-Charakter mehr rausholen können. Und mit einer Verlegung eventuell, die zeitlich vielleicht einmaliger gewesen wäre und vielleicht mit Firmen abgesprochen,
mit den größeren Firmen abgesprochen, vielleicht auch günstiger liegen würde, was neue Entwicklungen angeht, sodass dann neue Entwicklungen vielleicht mal auf der CeBIT vorgestellt werden, das ja auch seit Jahren nicht mehr stattgefunden hat. So war die CeBIT halt so ein Auslaufmodell, wo man Technologien sehen konnte, eventuell die es schon einen Monat oder zwei Monate vorher auf einer anderen Messe zu sehen gab. Und das hat halt einfach keine Leute mehr angezogen und war dann auch langweilig für die Leute. Es gab also wenig Neues, was man dort sehen konnte. Es gab zwar den einen oder anderen Hersteller, ich glaube mich zu erinnern, ich bin mir aber nicht sicher, dass sogar Hersteller ein paar neue Smartphones vorgestellt haben. Es kann aber auch sein, dass ich es mit der IFA verwechsel, der internationalen Funkausstellung, die natürlich auch noch als Konkurrenz zur CeBIT dann irgendwie früher, also im Jahr 2017, dann auch noch sehr nah an der CeBIT dran gehangen hatte, sodass dann halt eben da auch das Ganze irgendwie so aufgeteilt hat, dass das sehr ungünstig war für die ganze CeBIT. Ja, es sieht halt also so aus, dass dies nun das letzte Jahr der CeBIT war. Die CeBIT ist sang- und klanglos untergegangen, so muss man das leider sagen. Sie haben nochmal alles versucht, aber es kam zu spät und sie haben es halt eben das Ruder nicht mehr rumreißen können. So ist die CeBIT leider vorbei und somit stirbt ein bisschen Urgeschichte. Aber es war halt eben klar, wenn man das Konzept nicht verändert, sehr viele Jahre lang, nicht verändert und dann auf einen Weg führt, der sowieso ein Holzweg war, dann kann man sich auch nicht wundern. Also wenn man zwei- oder dreimal falsch abbiegt, dann kann man sich nicht wundern, dass man irgendwo in der Gosse landet und dann nicht mehr zurückfindet auf den richtigen Pfad. Und in dem Fall sieht es halt so aus, dass die CeBIT weg ist. Und wird sie euch fehlen? Ich glaube nicht. Also CeBIT ist ja so eine Nostalgie-Geschichte, würde ich mal sagen, wo dann viel Technologie, gerade 80er, 90er und Anfang der 2000er vorgestellt worden ist, die sehr interessant und hochspannend war. Das war so die Blütezeit der CeBIT. Danach ging es halt eben unter und danach, also mir fällt nichts ein, was einem so richtig fehlen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist also nicht was, ja klar, vielleicht hier und da der ein oder andere Vortrag oder Vortragende, die dann immer was Neues vorgetragen haben zu aktuellen Geschichten. Heise hatte da immer einen Stand drauf und hat dann beispielsweise Vorsicht Kunde gehabt und darüber berichtet, was so alles in Sachen Kuriositätenkabinett und bei Verträgen im Mobilfunk, im Internetbereich oder bei sonstigen Sachen so an Kuriositäten aufgetreten ist. Das fand ich immer recht spannend. Es gab, glaube ich, auch vom Linux-Magazin damals noch immer Livestreams, wo sie dann über Linux und bestimmte Themen dann dort ein Panel gehalten haben, wo dann Vortragende neue Konzepte vorgestellt haben. Dort gab es auch immer eine neue Knoppix-Version zur CeBIT beispielsweise, die dann vorgestellt worden ist, die dann neue Sachen präsentiert hat. Das ist auch in den letzten Jahren so ein bisschen was weggestorben und war auch nicht mehr so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Knoppix-Version war nicht mehr so spannend wie damals vielleicht mal. Aber das ist also alles so ein bisschen eingeschlafen und ich glaube, es ist dann jetzt tatsächlich zu einem guten Ende gekommen und will das dann auch erstmal dabei belassen und sage dann einfach nur Bye Bye CeBIT. Und jetzt sage ich erst einmal Hallo USB, USB 3.0 im Grunde genommen, denn wir feiern Geburtstag. USB 3.0 wurde vor 10 Jahren ins Leben gerufen, beziehungsweise die Spezifikation wurde dann tatsächlich herausgegeben und sind 10 Jahre vergangen. Im November 2008 ist das Ganze also erschienen. Das USB 3.0, bekannt auch dafür, dass es halt eben aussieht wie ein normaler USB-Anschluss, mit aber eben dem blauen Plastik in der Mitte, das so halt eben die Super-Speed-Transfer-Geschichte darstellen sollte, zusammen mit natürlich dem SS-Logo drüber, was eben für Super-Speed stand oder steht immer noch natürlich. Also, 1996, für die Leute, die sich daran noch erinnern können, war der Zeitpunkt der USB 1.0-Spezifikation, beziehungsweise wo man halt eben von USB 1.0 gesprochen hat, beziehungsweise dann später, 2 Jahre später, USB 1.1 mit ein bisschen was mehr Speed dann gesprochen hat und viele Rechner dann erstaunlicherweise auch direkt mit dieser Technologie ausgestattet kamen. Ich habe meinen allerersten Rechner, den ich hatte, 1997 bekommen und der hatte bereits schon USB, ich glaube mit Version 1.0 noch, oder war es schon 1.1? 1.1 kam eigentlich 98 raus, aber kann sein, dass das so kompatibel miteinander war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass das dort auch funktioniert hat. Aber es gab auch schon einen USB-Anschluss, zumindest ein oder sogar zwei USB-Anschlüsse schon an dem Rechner.
Dann mit der USB 2.0 High-Speed-Geschwindigkeit im Grunde genommen hat man natürlich sehr, sehr große Versprechungen gemacht und im Jahr 2000. Und relativ schnell hat sich das dann auch verbreitet. Und auch sogar gab es dann auch noch die Superspeed-Transfer-Technologie, die dann sogar 5 Gigabit pro Sekunde schafft. Also USB 2.0 ist aktuell immer noch der Standard, würde ich sagen, der am weitesten verbreitet ist. Superspeed schafft 480 Mbit pro Sekunde und das ist im Grunde genommen also das, was man im Grunde genommen heutzutage als Standard erwarten könnte und immer noch braucht und was immer noch am weitesten verbreitet ist. Und interessanterweise hat es USB 3.0 aus meiner Sicht zumindest nie so weit geschafft. Also es gibt immer noch heute teilweise aktuelle Low-End-Rechner, die man kaufen kann. Laptops oder auch Intel Nux oder sowas, die nicht über einen USB 3.0 Anschluss verfügen. Und auch in High-End-Laptops aus dem, wann kam USB 3.0 2008 auf den Markt, selbst in High-End-Laptops aus diesem Jahr oder sogar aus Jahren danach, 2010 oder sowas, gab es teilweise kein USB 3.0, was da drin steckte, sondern nur USB 2.0. Und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass dieses USB 3.0 aus meiner Sicht zumindest an mir so ein bisschen vorübergegangen ist. Wenn ich jetzt an meinen PC schaue, auf den ich hier das Ganze aufnehme, und dieser PC ist jetzt, lasst mich nicht lügen, aber 2008 ist er nicht gekauft worden, sondern danach gekauft worden. Der hat keinen USB 3.0 Anschluss, der hat nur USB 2. Und das ist natürlich dann auch schon ein bisschen traurig, aber es sagt schon so alles fast. Ich glaube, ich habe nur einen Rechner, auch meine Laptops, meine ThinkPads, die ich hier habe, das T410, 420, X200 sowieso. Das ThinkPad Edge 555, ich glaube, das hat einen USB 3.0 Anschluss, ich bin mir nicht sicher. Könnte einen haben, könnte aber auch keinen haben. Also beim T420 vielleicht ist da sogar ein USB 3.0 Anschluss dabei. Ich glaube eher nicht, weil der ist ja blau normalerweise mit dem blauen Plastik. Ich glaube, da ist keiner dabei. Es gibt da so einen komischen Kombi-Anschluss, eSATA oder wie das hieß. Nun ja, also für schnellere Transferraten, für externe Festplatten und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe nur einen Rechner, der USB 3 tatsächlich hat. Und das ist, glaube ich, nicht mal 3.0, sondern 3.1 sogar schon. Also schon eine Generation weiter. So ein bisschen. Aber das zeigt schon so ein bisschen das Dilemma. Also man ist mit USB 2.0 und der Geschwindigkeit anscheinend so zufrieden, dass halt eben das momentan der Standard ist und dass das von 2008, jetzt 10 Jahre lang, sich nicht so richtig durchgesetzt hat. USB 3.0 zeigt auch, spricht so ein bisschen Bände. Es gibt immer noch Smartphones zu kaufen, die nur die USB 2.0 Geschwindigkeit haben, kein USB 3.0. Und das teilweise sogar, obwohl sie einen USB-C-Anschluss haben, der ja eigentlich dafür steht, modern zu sein, relativ modern zu sein, wo sich alle drum kloppen, dass das jetzt in Smartphones überall Standard wird. Aber wenn das halt eben auch eine USB 2.0 Transfergeschwindigkeit hat, ja, ist der Vorteil einfach nur der verdrehungsfreie Stecker in den meisten Fällen. Vielleicht noch ein paar Zusatzfeatures, aber das ist dann auch schon alles. Ja, USB 3.0 ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es gibt ja auch USB 3.1 und auch schon bereits USB 3.1 Generation 2. Die ist schon im Jahr 2013 erschienen und wir haben jetzt also schon auch 5 Jahre her und das hat sich auch noch nicht so richtig durchgesetzt. Wir haben da noch weitere größere Gigabit, 10 Gigabit und Gigabyte pro Sekunde, die dann an Geschwindigkeit herausgeholt werden können. Aber von USB 3.2 ist noch nicht die Rede, was das Ganze noch schneller machen würde. Und es sieht halt wirklich so auch noch aus, dass heutzutage, wenn man sich einen neuen Billig-Laptop kauft oder einen Mini-PC kauft, man eventuell einen USB 3.0-Anschluss bekommt, einen. Und der Rest sind 2.0er-Anschlüsse. Das zeigt so ein bisschen auch, dass man also da ins Hintertreffen geraten ist, was das angeht. Und USB 3.1 ist also auch noch nicht so richtig angekommen. Gerade auch bei Smartphones ist es noch nicht, hat sich nicht irgendwie durchgesetzt. Ich weiß nicht, warum. Es ist im Grunde genommen ja auch ein ziemlich, also es ist im Grunde der gleiche Standard. Es ist abwärtskompatibel, das vielleicht natürlich auch Vorteile hat, aber irgendwas muss sich da grundlegend so geändert haben, dass es halt dazu führt, dass sich das USB 3.0, vielleicht auch der Druck, die Geschwindigkeit dazu erhöhen, nicht so groß und ja, es ist halt ein Problem. Es gibt natürlich, es gab auch bisher immer trotz der Verbreitung des USB-Standards dann doch immer mal Kompatibilitätsprobleme, die teilweise sogar mehrere Jahre gedauert haben, bis halt eben die dann reibungslos behoben worden sind oder die Geräte dann reibungslos funktioniert haben.
Beispielsweise jetzt bei den neueren Technologien vielleicht auch einer der Gründe, weshalb sich USB 3 und 3.1 nicht so richtig durchgesetzt hat, weil der Umstieg, also von USB 3 auf 3.1 waren jetzt nur 5 Jahre, was auch irgendwie relativ kurz einem erschien, und also von 5 Gigabit pro Sekunde auf 10 Gigabit zwar geupdatet hat pro Sekunde, was Geschwindigkeit angeht, aber das sind so Sphären, wenn man so einen USB-Stick mit einer geringeren Kapazität sowieso nur hat, dann auch nicht mehr benutzt. Und USB-Hubs, die irgendwie nicht kompatibel sind, die einbrechen und sogar noch langsamer werden als USB 3.0, ist natürlich auch eines der Gründe, weshalb sich das Ganze dann wahrscheinlich eher spärlich durchgesetzt hat. Also insgesamt kann man sagen, ja, Hut ab, 10 Jahre USB 3.0, aber so richtig durchgesetzt, ja, das wird es sich wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr, würde ich mal sagen, wo dann wirklich auch die allerbilligsten Geräte dann mindestens einen USB 3.0-Anschluss haben. Aber ja, USB 3.1, das ja jetzt auch schon 5 Jahre alt ist, ist noch nicht so richtig auf dem Durchmarsch und auf dem Durchbruch. Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es sieht zumindest so aus, dass USB 3.1 zumindest mit Hilfe eben Generation 2, mit Hilfe des Typ-C-Anschlusses dann eventuell doch der Durchbruch gelingen könnte, dadurch, dass man halt USB, also dass man diesen verwindungsfreien Typ-C Anschluss hat, was natürlich viele Vorteile bringt im Vergleich zu dem alten USB-Anschluss, wo man es immer in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen, also reinstecken musste, in der richtigen Anordnung, könnte sich durchaus dann eventuell dann nochmal wieder beleben, aber wir werden schauen, weil ja USB-C nicht unbedingt auch heißt, dass da eine USB 3.1-Verbindung drin steckt. Also es ist ein bisschen was komplizierter geworden, die ganze Welt, und ich glaube, das ist das, was USB 3 dann so im Endeffekt so ein bisschen dann ja auch gekillt hat. Aber wir werden sehen, wie sich weiterentwickeln wird. Vielleicht bin ich auch nur technologisch stehen geblieben. USB-3-Sticks habe ich natürlich auch bei mir, also so sieht es nicht aus. Also die Sticks werden schon verkauft, aber an meinen Rechnern bin ich vielleicht so weit technologisch stehen geblieben, dass ich da einfach keinen Bedarf für habe, auf eine 3.0er-Geschwindigkeit oder auf eine 3.1er-Geschwindigkeit umsteigen zu müssen. Aber ihr könnt mir ja berichten im Kommentarbereich, wie ihr das Ganze seht und ob ihr Rechner habt mit USB 3.0 schon oder 3.1 oder so, also allerneueste USB Typ C, 3.1 Generation 2. Könnt ihr mir alles berichten im Kommentarbereich, wie es da aussieht, ob ihr auch die passenden Geräte dafür habt. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu einem weiteren Geburtstag. Und diesmal ist es ein Geburtstag von einem ganz besonderen Spiel, nämlich dem Spiel der Woche. Deshalb gibt's jetzt ein kleines Metro. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, nach 10 Jahren USB 3.0, wer bietet mehr, wollen wir jetzt 20 Jahre Half-Life feiern. Happy Birthday, Mr. Freeman, könnte man dazu auch sagen. Ja, es ist sage und schreibe 20 Jahre her, dass Half-Life in Deutschland erschienen ist und damit ja den Beginn einer Legende gestartet hat, könnte man sagen. Und die Fortführungen, die es natürlich gab mit Half-Life 2, sehr, sehr viele Leute wieder auf den Plan gerufen haben, die vielleicht das erste Mal damit in Berührung gekommen sind. Und ich glaube, Half-Life 3, das wird für viele ein Pain sein. Und ich glaube, einige werden sagen, wenn ich es erwähne, dann wird es noch ein Jahr länger dauern, bis es erscheinen wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht mehr erscheinen. Aber 1998, also im November, 27. November 1998, um genau zu sagen, kam tatsächlich das Spiel Half-Life in die Elektronikregale von Europa an. Und ja, viele haben erstmal nicht damit gerechnet und vor allen Dingen auch die Entwickler Gabe Newell und Mike Harrington haben nicht damit gerechnet, welchen Effekt dieser kleine Ego-Shooter aus dem Hause Valve dann auf die komplette Computerspieleindustrie haben würde. Und im Grunde genommen hatte man einen Erfolg geschafft, wie damals eben Doom oder Quake. Und das hat es bisher dann damals wirklich, hat keiner mit gerechnet, dass so etwas wieder auf den Markt kommen könnte, dass eben so einen großen Erfolg haben könnte. Ich kann mich noch erinnern, meine erste Half-Life-Version, die ich gespielt habe, war, glaube ich, eine Demo-Version, die bei irgendeiner Heft-CD mitgeliefert wurde.
Und ich habe dieses Spiel tatsächlich dann auch exzessiv gezockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Demo-Version, ich weiß gar nicht, welche Mission das da war, aber das war irgendeine Mission mitten im Half-Life-Spiel selber. Und als ich das Spiel dann mir selber gekauft habe, war ich erstmal hin und weg. Allein schon von der Aufmachung der Verpackung alleine schon, aber auch nicht nur von der Spielegrafik, die damals ziemlich interessant war und die Idee mit Zombies, beziehungsweise was heißt Zombies, sondern mit diesen Körperfressern und einer Explosion und einem komischen, ja, ich will nicht allzu viel spoilern für die Leute, die es nicht gespielt haben, aber ich gehe mal davon aus, nach 20 Jahren kann man das großartig machen, also von Leuten, die besessen worden sind von irgendeinem komischen Viech und dann irgendwie ausgeschaltet werden müssen, war schon interessant. Die Spielmechanik hat mich damals schon sehr ziemlich fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das Ganze. Es hat sich einfach gut angefühlt, das Spiel zu spielen. Und es gab natürlich auch diese Rätseleinlagen, wo man tatsächlich dann auch teilweise ein paar Schalter umändern musste und hier und da was ändern musste, da was drücken musste, damit man da auch wirklich weiterkommt. Und das war zumindest für mich dann doch schon, es war nicht herausfordernd, aber ich will mal sagen, etwas anderes, etwas Neues als das Sinnlose einfach rumballern und durch Gänge rumlaufen. Und es sah einfach realistischer aus. Und dann, als ich mir das Spiel geholt habe, natürlich das grandiose Intro. Wer erinnert sich nicht an das Half-Life-Intro, wo man in diese Bahn einsteigt, in diese Schwebebahn einsteigt und in diese hängende Bahn und dann durch die Korridore da geführt wird und dieses Intro also richtig, richtig geil gemacht. Und dann auch, also die ganze erste Stunde, wo ich das Spiel gespielt habe, lief mir der Sabber aus dem Mund, kann ich euch sagen, so geil war das Spiel. Und so interessant und damals für damalige Verhältnisse auch realistisch, diese ganzen geskripteten Szenen, die dort passiert sind. Es hatte eine wirklich gute Story, das muss man auch dazu sagen. Gerade die ersten Momente haben einen gefesselt und gerade dieses Intro hat einen schon in die Bänne, in den Bann gezogen und quasi je tiefer man in das Mesa-Labor dort reingebracht wurde, Black Mesa, die Anstalt dort, desto tiefer ist man eingetaucht in das Spiel selber. Und ja, die Story war ziemlich interessant, war ziemlich abgefahren, muss man durchaus schon sagen. Und natürlich war nicht nur das, was den Durchbruch von Half-Life geführt hat, sondern natürlich auch die komplette Grafik-Engine, die Half-Life mitgeliefert hat, die dazu eingeladen hat, dass dann auch viele Leute, die es einfach so geil fanden, diese Grafik-Engine zu benutzen, die einfach so seiner Zeit ein bisschen was voraus war, dass man gedacht hat, okay, diese Engine, die können wir benutzen, um weitere Sachen zu machen. Und so kam es halt eben zu Mods. Hier und da gab es immer mehr Mods, die das Ganze dann aufgemöbelt haben. Und es gab sogar komplette Total Convergence Mods, die ein komplett neues Spiel draus gemacht haben. Und so wurde dann Counter-Strike zum Beispiel geboren. Ohne Half-Life hätte es Counter-Strike wahrscheinlich nicht gegeben. Und ja, dadurch gab es halt eben Counter-Strike erstmal als Mod. Und irgendwann kam es sogar als eigenständiges Spiel heraus, weil es sich so weit entwickelt hat, dass es halt eben wirklich auch eigenständig gespielt werden konnte mit eigenen Assets und so weiter und so fort. Und ja, also Half-Life hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Begeisterung ausgelöst und sehr schön finde ich dann auch, dass Heise auf ihrem Jubiläumsartikel quasi 20 Jahre Half-Life auch nochmal die Originalseite zum Test des Spieles mit reingehauen haben. Ist ja jetzt von 1998, da ist es halt eben möglich, das noch irgendwie einzuscannen und sie haben den kompletten Test dort reingehauen und wer lustig ist, das sich mal anschauen möchte, kann sich das Ganze anschauen. Ist es leider so, dass in dem Bildview das Ganze ein bisschen was zu klein ist von Heise, aber ihr könnt das Ganze mit dem Rechtsklick öffnen, das Bild, und dann könnt ihr euch den ganzen Artikel nochmal durchlesen mit den Bildern, die dort rangehangen worden sind, die zwei Bilder zu dem ganzen Spielspaß von Half-Life und eben dem Test und wo das Ganze lief und wie das Ganze lief und von wem das Ganze dann auch vertrieben worden ist, von der Firma, die man heutzutage nicht mehr kennt, Sendant Software Deutschland GmbH, ich glaube, wird dem einen oder anderen dann nicht bekannt sein. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es einen sehr gut gab bei Grafik, einen sehr gut gab bei Langzeitspielspaß. Bei der Installation gab es nur ein gut, hat wahrscheinlich was länger gedauert. Bei dem Sound gab es einen sehr gut, weil man muss ganz ehrlich sagen, es war einfach ein ziemlich geiles Spiel für die damalige Zeit, sehr gute Story, hat einen gefesselt, hat einen durch verschiedene Orte gebracht, nicht nur eben intern in Schlauch
Arealen, sondern auch eben extern in etwas zumindest für damalige Verhältnisse weit offenen Arealen und das alles in einer Spielewelt mit etwas geringeren Ladezeiten, einer richtig riesigen Spielewelt mit nur geringen Ladezeiten. Das war wirklich schon revolutionär mit den ganzen Spieletechniken auch, die dort mit drin waren, den Effekten, die dort drin waren und den verschiedenen Möglichkeiten, die einem Half-Life geboten haben. Und natürlich hat man dann auf Basis dieser Technologie sehr, sehr viel an weiteren Geschichten gearbeitet und gab sehr, sehr viele Mods, die natürlich dafür gesorgt haben, dass das relativ erfolgreich wurde. Aber es gab natürlich auch sehr, sehr viele Erweiterungen für Half-Life. Half-Life Blue Shift fällt mir beispielsweise ein, wo das Ganze aus einer Sicht eines anderen erzählt worden ist. Also viel, viel hat man aus dem Half-Life-Franchise rausgeholt. Opposing Force fällt mir noch ein. Es gab es dann noch, gibt es noch ein anderes, Decay, glaube ich, hieß es. Ziemlich, ziemlich geil gemacht und auch die Fortsetzung, als sie dann 2004 erschien, wurde sehnsüchtig erwartet, hat dann auch eine komplett neue Engine wieder auf den Markt gebracht und genauso wie bei Half-Life 1, muss man ganz ehrlich sagen, hat Half-Life 2 auch wieder wie eine Bombe eingeschlagen, hat mit der Engine auch wieder sehr, sehr viele Spiele dazu gebracht, Spieleentwickler dazu gebracht, Counter-Strike ist bei der Engine geblieben, viele andere haben dann diese Source-Engine eingesetzt, nutzen die immer noch und es gibt eine Weiterentwicklung natürlich dieser Source-Engine. Gab viele Mods und Erweiterungen für Half-Life 2 und dann dieses Episodenformat, glaube ich, was es dort gab, wo, glaube ich, immer noch eine Episode fehlt. Ich bin mir gar nicht sicher, als die Story da nicht richtig zu Ende geführt worden ist. Auf jeden Fall, sehr, sehr viel hat sich da rausgeholt. Auch komplett neue Spiele haben sich daraus entwickelt, aus dem Half-Life 2 dann auch, was dann eben zu Portal und Portal 2 geführt hat und so weiter und so fort. Und ja, Freeman, der Hauptprotagonist von Half-Life, ist mittlerweile zu einer Art Kultfigur geworden. Oder auch dem G-Man, den man dort kennt, den Anti-Helden und so weiter und so fort. Und ja, also ziemlich interessant das ganze Spiel geworden. Und mit Half-Life hat man den Grundstein gelegt. Black Mesa nicht zuletzt hat man sogar die ganze, ich glaube sogar in der Source Engine das ganze, ich glaube es hieß dann auch Black Mesa Half-Life oder so, hat man das Ganze in der Source Engine die Geschehnisse von Half-Life 1 nochmal nacherzählen wollen, mit eben der besseren Grafik und mal neuen Elementen. Und ja, ob die Saga, so könnte man sie auch schon fast bezeichnen, dann auch noch beendet wird, das werden wir dann sehen und wie lange es dann dauern wird, bis eventuell dann der neue Teil erscheinen wird, werden wir dann sehen. Hoffentlich gibt es halt noch weiterhin viele interessante Geschichten. Und alle, die eben Half-Life noch nie gezockt haben, ihr könnt es euch bei Steam immer noch besorgen. Es läuft auf allen Kisten. Es läuft selbst sogar auf Linux-Kisten. Wenn ihr, ich glaube, ihr braucht ihr da eine Steam-Linux-Version oder müsst ihr die Windows-Version von Steam installieren? Ich weiß, bin mir gar nicht mehr sicher. Ist so lange her. Ich habe es damals über Wine gezockt. Das lief ohne Probleme. Ich habe damals Counter-Strike wie ein Bekloppter gezockt. Und das lief ohne Probleme in Wine, immer hundertprozentig mit guten Auflösungen, guter Grafik und schnellen Frameraten, was man natürlich brauchte bei Counter-Strike. Also Half-Life hat schon eine ganze Revolution gestartet, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht nur im Singleplayer mit guten Geschichten und guten Sachen, sondern auch im Multiplayer, wenn man an Counter-Strike denken. Wo natürlich viele auch von Counter-Strike, die Leute, die das programmiert haben und den Mods da natürlich sehr, sehr viel Arbeit mit reingesteckt haben, damit es überhaupt so weit kommt. Aber immer noch eben, ohne Half-Life hätte es das wahrscheinlich in dieser Form gar nicht gegeben. Deshalb Hut ab an Half-Life, 20 Jahre Half-Life. Und es hat auf jeden Fall verdient, dass es gefeiert wird. Vielleicht mit einer Partie Half-Life, vielleicht demnächst auf eurem Smartphone sogar, weil die Hardware sollte da zu potent genug sein, um das zu können. So, kommen wir mal weg von diesen ganzen Geburtstagsfeiern und richten wir uns mit einer beschäftigen wir uns mit dem Dunkeln, mit dem Darknet, mit dem Penetration Testing und mit all dem Bösen, was es so auf der Welt alles gibt im Internet und Co. und den Netzwerken. Und kommen wir zu Black Arch. Black Arch Linux ist eine spezielle Linux-Distribution, wie der Name schon sagt, basierend auf Arch Linux, allerdings eben mit der Konzentration auf eben Penetration Testing, auf Sicherheitstechnik, Technologie, Netzwerktechnologien und dessen.
und hat jetzt die aktuellste Version 2018 12.01 rausgegeben, also die für den Dezember 2018 gedachte Version ist. Arch Linux ist eben Rolling Release und so auch Black Arch, aber es gibt halt regelmäßig auch ISO-Releases, die man sich runterladen kann, die natürlich dafür gedacht sind, dass man das Ganze auch offline mal benutzen kann. Da gibt es diverse Live-ISOs, die man sich runterladen kann. Das Live-ISO ist sage und schreibe 11 GB groß. Das ist also schon nicht sehr klein. Es gibt zwar auch eine Net-Install, falls ihr das benutzen wollt, aber das ist halt für die wirklich Installation gedacht und nicht eben wie fürs Live-Testing. Es gibt aber auch OVA-Images, also für die Leute, die eben das Ganze in der virtuellen Maschine mal ausprobieren wollen, gibt es in 23 GB Image, da könnt ihr euch das relativ flexibel runterladen. Und es gibt die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch auf Basis von, wenn ihr einen Arch Linux bereits habt, könnt ihr einfach sagen, okay, ich möchte jetzt da Black Arch draufpacken. Dort gibt es einige Skripte, die euch das ermöglichen können, relativ einfach die Paketquellen einzubinden und dann die Software zu installieren, die man eben benötigt für Black Arch. Und Black Arch gibt es auch für ARM-Geräte. Dort gibt es eben auch die Möglichkeit, Arch Linux auf ARM zu benutzen und dort gibt es auch die Möglichkeit, Black Arch dann auf ARM-Plattformen zu installieren. Dazu gibt es einige Anleitungen, die einem ermöglichen, dann ein inoffizielles User-Repository von Black Arch für ARM-Geräte dann auch einzurichten und es dann auch dort zu benutzen. Also Pentesting ist die Geschichte. Die neue Version kommt mit zahlreichen neuen Tools daher. Es gibt ein paar Sachen, die entfernt worden sind, ein paar Fenstermanager, ältere wurden dicht gemacht bzw. wurden einfach entfernt. Ja, weil sie einfach nicht mehr weiter unterstützt werden oder benutzt werden. Dazu zählen halt WM2 und DWM. WICD wird jetzt beim Starten automatisch aktiviert. Ihr müsst also nicht manuell irgendwie rumexperimentieren, euer WLAN zu aktivieren, sondern da gibt es halt eben den WICD-Service, den ihr nutzen könnt. Und wahrscheinlich auch eine kleine grafische Oberfläche dafür, um das Ganze nutzen zu können. Außerdem wurden mehr als 150 neue Tools hinzugefügt. Und es gibt jetzt zum Beispiel das BACTL, also Bar Control Package mit dabei für Black Arch, was hinzugefügt worden ist, was einem noch viel erleichtern soll. Linux Kernel 4.19.4 ist mit dabei, also ziemlich aktuell, ist halt eben Arch, Bleeding Edge basierende Distribution, da macht das natürlich Sinn. Es gibt einen eigenen Installer, den Black Arch Installer, der in der aktuellsten Version vorliegt. Und natürlich ist alles möglich in Sachen Paketquellen aktualisiert worden, auf die neueste Version gebracht worden. Und ich kann es also wirklich nur mal empfehlen, für die Leute, die Pentesting machen wollen und das Ganze auf einer höchst aktuellen Version laufen haben wollen, die können das Ganze dann benutzen. Es gibt zahlreiche Fenstermanager, die ihr benutzen könnt. Ihr könnt natürlich aus Arch Linux auch eben die ganzen Desktops installieren, falls ihr das wollt. Ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Dieses Black Arch kann ich also nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Und weil ich nicht allzu lang machen möchte, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema, dem Sailfish der Woche. Dort habe ich eine App rausgesucht, die nennt sich Kodi Mode. Das ist im Grunde genommen eine Fernsteuerung für euer Kodi, ehemals XBMC-System. Falls ihr da einfach mal eure Audio-Video-Bibliothek durchsuchen möchtet, euer Dateisystem nach Bildern oder nach TV-Channels und so weiter durchsuchen wollt. Also falls ihr so eine kleine Box habt, einen kleinen Raspberry Pi oder sowas, wo euer Kodi-System drauf läuft und ihr wollt das einfach von zu Hause aus vom Sofa aus bedienen können, sehr komfortabel könnt ihr das mit eurem Sailfish-System dann machen. Und dort gibt es halt die Möglichkeit, beispielsweise dann einfach Videos oder Songs von der Playlist hinzuzufügen. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze wirklich auch mit der Fernbedienung dann wirklich auch bedienen zu können. Untertitel könnt ihr einbinden, ihr könnt natürlich die Lautstärke verändern, ihr könnt Play-Pause machen und so weiter und so fort, durch Chapter springen und so weiter und so fort. Media, Artwork kann euch angezeigt werden und so weiter und so fort. All das ist eben auch möglich und ich glaube, ihr könnt sogar das Video euch auf eurem Smartphone selber anschauen, wenn ich nicht komplett mich irre oder dann zumindest könnt ihr es abspielen von dort aus. Also das geht auf jeden Fall. Es gibt zahlreiche Forks von Kodi Mode, weil Kodi Mode ursprünglich 2015, glaube ich, herausgegeben worden ist und seitdem nicht so wirklich geupdatet worden ist. Und ich habe euch jetzt den allerneuesten Fork dann verlinkt, der rausgekommen ist bereits 27.11., also ziemlich aktuell noch. Und der basiert auch auf einem anderen weiteren Fork, der auch nicht mehr weiterentwickelt worden ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Tablet-Version auch für die Leute, die ein Yola-Tablet ihr eigen nennen können. Die haben jetzt dann die Möglichkeit, auch das zu installieren und zu benutzen. Es wird regelmäßig geupdatet und bietet halt die Möglichkeit, euer Kodi-System fernzusteuern. Also eine sehr schöne, feine, nette Sache. So, dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser TechView-Podcast-Show angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dabei.
Und ja, das war's für diese TechU Podcast Show und bis zur nächsten Show.